Und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Equine Passion mit Vieh. Ich habe gerade gesehen, da ist ein Jolly on. Ist das denn einer von den Jollies? Oder ist das einfach nur ein Zufall? Das ist ja mal kurios. Sehr kurios. Wirklich. Also irgendwie. Nam, 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 nam. So, was habe ich mir denn irgendwie so gedacht? Was mache ich heute? Ja, ich zeige ja am Anfang oft immer irgendwie Pferde zum Verkauf von anderen Spielern und auch meine ab und zu, also die von Fiona. Jetzt wisst ihr ja alle, dass ich auch einen privaten Account habe. Das bin ich übrigens. Das ist mein privater Account. Kurze Info, bitte, bitte keine Briefe an diesen Account schicken, denn ich habe schon genug damit zu tun, bei meinem Let's Play Account Briefe zu lesen, und bei Vieh verpeile ich sie eh. Also wenn ihr irgendwas von mir wollt, was ich im Video zeige, dann vielleicht nur mit, vielleicht dann nur mit Fiona, nicht mit Vieh. So, jetzt habe ich mir gedacht, ach komm, ich habe ja hier auch ein paar Fohlen gezüchtet und die würde ich euch auch mal zeigen, denn vielleicht habt ihr ja da auch Interesse dran. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum dieses Pferd verstorben ist, Ainur. Warum ist Ainur verstorben? Er war doch nur 1 Jahr und 10 Monate alt. Boah. Ich habe den an den Pferdehändler verkauft und dann wurde er an den Gnadenbrothof abgegeben. Ich bin geschockt. Ich bin geschockt. Wow. Oh mein Gott. Also, das hat mich jetzt tatsächlich ein kleines bisschen geschockt. Muss ich jetzt so mal ganz kurz sagen. Oh Gott! Anfang der Folge und ich bin schon geschockt. Also ich wusste das tatsächlich nicht. Ja, es gibt hier 3 Fohlen, die ich gerne verkaufen würde. Und das sind 2 Hengste und eine Stute. Der erste Hengst, das ist hier Power Blue Vieh, ist ein Palomino Rowan. Tja, woher kennen wir denn das? Ja, den gleichen Fail, den ich mit euch zusammen beim Let's Play hatte, den hatte ich tatsächlich auch hier bei meinem privaten Account. Aber was schön ist, Power Blue ist Rowan doppelt. Ja, und er hat halt das Scream-Gen. Deswegen ist es halt scheiße und es tut mir leid. Er hat keine Papiere. Er ist zwar ein AVB, aber er hat keine Papiere. So an sich ist er nicht schlecht. Ich habe mir mal das durchgerechnet beim Exterior-Rechner. Er würde so ungefähr die Körung 5,7, also die Fohlenprämierung 5,7 bekommen, auch wenn es jetzt nicht geht, weil ich ja auch wieder zu spät dran bin. Ich habe ihn vollständig auf Erbkrankheiten getestet, ich habe ihn vollständig auf Farbgene getestet, das heißt, wenn jemand mit ihm gerne Farben züchten möchte, ist das perfekt. Er ist brav und ruhig, ein bisschen trainiert ist er schon, also so erzogen, nicht trainiert. Distanz TK3, ein gutes TK3, sage ich mal. Und er ist aus meiner Stute Kate of Blue und aus PS Powerboy. Ja, 100% arabisches Vollblut. Wenn ihr Lust habt, Power Blue zu kaufen, dann schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare rein. Und dann stelle ich ihn euch zum Pferdehändler, sobald er 6 Monate alt ist. Ja, das ist jetzt mal der kleine Power Blue. Dann gibt es ja aber noch 2. Es gibt noch einen 2. Hengst, das ist Picoram.
Ja, ich weiß, ich habe hier sehr lustige Namen. Ich weiß auch nicht. Ich habe die Namen setze ich immer aus den Eltern zusammen. Irgendwie ohne richtig großen Sinn dahinter. Picoram ist eine Braunfalbe. Damit leider auch keine Papiere. Er hat auch keine Erbkrankheiten. Er ist auf alle Farbgene getestet. Genau, hat hier das kleine Dann mit dabei. Das tut mir leid. Und den habe ich natürlich auch testen lassen, mal beim Interieur-Exterieur-Rechner. Er würde circa so auf 5,9 kommen, zusammen. Auch für Farbgene, für Farbzucht sehr geeignet, denn der Papa, ich zeige euch mal den Papa, er wird ungefähr genauso aussehen wie der Papa, wie Piccolo, wenn er groß ist. Ja? Genau. Also eigentlich ein hübsches Bürschchen. Ja. Das ist der kleine Pico. Schreibt es mir auch einfach unten rein, wenn ihr denn Interesse an ihm habt. Ach ja, Fähigkeiten. Er ist auch TK3-Niveau, Distanz. Ja. So. Und dann gibt es noch ein Stütchen. Ein süßes kleines Stütchen. Da habe ich mir selbst wirklich länger überlegt, ob ich sie behalte oder nicht. Das ist die Barita. Barita ist ein Rappe, hat Papiere, ein Stütchen, ein einfarbiger Rappe. Ist total süß mit ihrer Blässe, deswegen habe ich mir auch fast überlegt, ob ich sie nicht behalte. Farbgene sowie Erbkrankheiten komplett getestet. Und Fähigkeiten auch bei. Nein, nur bei TK2, es tut mir leid. Ja, tatsächlich nur TK2. Das war auch der Grund, warum ich sie nicht behalten möchte. Und was gibt es noch über die Kleine zu sagen? Ja, Interieur, Exterieur, laut Rechner 5,9. Genau. Schreibt mir da auch unten in die Kommentare, wenn ihr denn die Kleine gerne haben möchtet. So, das war jetzt mal ein kleiner Exkurs zu meinem privaten Account. Und damit eben auch so diese. Da ist übrigens auch Wahida. Ja, da ist die Kleine. Damit so nochmal. Ich habe es ja bei Western Passion, habe ich es glaube ich schon gesagt. Oder bei Equine Passion. Ich kriege von. Ab und zu von zwei, drei Spielern habe ich schon einen Brief bekommen. Existieren anscheinend Fake-Accounts. Ich sage es hier nochmal. Meine zwei Accounts, die seht ihr jetzt hier. Ja, das ist Fiona Bravelake, mit der wir immer spielen. Und das ist Fi hier auf Equine Passion. Auf Western Passion heiße ich auch Fi, so wie hier. Das ist der private. Und Feeling ist unser gemeinsamer. Ja, damit ihr euch da mal orientieren könnt und wisst, wer, wann, wie, wo ich bin. So. Ach, wir gucken jetzt mal zu dem Pferdchen. Das dauert jetzt gerade ein bisschen. Ja, da ist es. Juhu. Also, wir machen jetzt mal die Pferdchen fertig. Und ich habe gerade momentan wieder extrem viel zu tun, was natürlich bescheiden ist, wenn es ums Trainieren geht. Aber gut, was wollen wir denn machen? Wir versuchen es jetzt erstmal mit ein bisschen, weil wir müssen ja zumindest ein kleines bisschen trainieren, wäre gut. Und werden dann einfach mal erst putzen. So. Ich trainiere jetzt überall erstmal eine halbe Stunde. Ich habe nämlich heute früh auch mal kurz verschlafen. Das heißt, das ist natürlich auch schon wieder doof gelaufen. Und ja, was soll man dazu sagen? Ne? Ich brauche übrigens immer noch eure Hilfe. Ich weiß, dass ihr ein paar haben schon unter das letzte Video geschrieben, wen ich denn von den zwei neuen Fohlen, also ob ich jetzt das Fohlen von Rubina oder das Fohlen von Silver behalten soll.
ihr habt immer noch die Möglichkeit, mir einen Tipp zu geben. Ich habe mich nämlich noch nicht entschieden, weil die sind ja auch noch so klein. Das dauert ja noch ein bisschen. Es dauert ja noch 3 Monate, bis die fertig sind. Fertig zum Verkauf sozusagen. Also nicht was anderes. Keine Ahnung, was ich jetzt damit anderes gemeint habe. Ich verwirre mich ja manchmal selber, das wisst ihr ja. Ja, deswegen einfach mal nochmal euren, was ihr denn so gerne hättet. Oder das heißt, was ihr gerne hättet. Was würdet ihr denn behalten, wenn ihr an meiner Stelle seid? Habe ich das jetzt diesmal endlich deutlich ausgedrückt? Ich glaube, jetzt könntet ihr so ungefähr wissen, was ich meine. Ja, der Frömel. Der Frömel, der ist ja schon extrem gut austrainiert. Ja, mit 80. Eigentlich könnte ich extrem viel heute trainieren. Ich muss halt gucken, ob ich es irgendwie hinkriege. Ansonsten sind wir eigentlich so ganz gut aufgestellt mit unseren Finanzen. Ich habe mir überlegt, ihr habt mir unter eins der letzten Videos geschrieben, dass ihr extrem gut findet, wenn wir nochmal eine Stallgasse bauen und dafür eventuell einen Kredit aufnehmen. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn wir warten, bis wir die Fohlen verkauft haben, dann könnte es tatsächlich so sein, dass wir nicht viel Kredit brauchen. Und das wäre ja extrem gut. Ja, jetzt seht ihr hier auch nochmal was. Das ist eine große Überraschung gewesen. Ich habe wieder ein kleines Pferdchen ganz günstig bekommen. Und ich fand den so toll. Der ist also wirklich, Bukta ist wirklich richtig, richtig süß. Ich weiß, ich habe eigentlich keine Kapazitäten für neue Pferde. Es ist also wirklich extrem schwierig, gerade irgendwie neue Pferde noch bei mir einzustellen. Aber der ist echt toll. Der ist so toll, weil er eben so eine tolle Färbung hat, dass ich gesagt habe, ich kann nicht anders. Er hat auch Papiere. Es ist ein arabisches Vollblut, ein Brauner mit Sabino-Scheckung, ein Hengst, 3 Jahre und 10 Monate alt. Und wie gesagt, er hat Papiere, ist jetzt aber nicht gekört. Die Fohlenprämierung 5,7. Ich möchte jetzt aber wissen, warum es nicht gekört ist. Also es ist auch wieder bloß 0,2. So ähnlich wie bei Face. Weil das Exterieur ist richtig, richtig gut. Und deswegen werde ich ihn auch in beiden Zuchtgemeinschaften zur Verfügung stellen. Ach so, ja, bei den Rowans Arabia kann ich ihn nicht zur Verfügung stellen. Weil Mindestnote Körung vielleicht. Ah ja, ich habe da irgendwas reingeschrieben mit der Mindestnote Körung. Das heißt, Hengste, die die Körung nicht bestanden haben, dürfen nicht mit rein. Das ist ja doof. Also hier seht ihr es nochmal, die Sabino-Scheckung. Das heißt, es ist also echt richtig, richtig toller. Und was auch total selten ist, ist eben, dass er 100% Vollblut ist, aber diese Sabino-Scheckung hat. Das ist also gigantisch. Und jetzt müsste ich gerne wissen, woher er die hat, weil die Mama hat keine Scheckung. Ist zwar ein Rappe mit Graying-Gen, aber hat keine Scheckung. Und so, Zucht, Nachkommen anzeigen. 3 Nachkommen hat die Kleine schon. Und da, wo kommt der Papa her? Der Ei, wie heißt das Ding? Akiran. Akiran, der ist ein Minimal-Sabino. Ist aber irgendwie nicht so hübsch geworden wie der Sohn. Muss man schon mal so ganz klar sagen. Ja, also der 68 Nachkommen hat der schon. Wuhu. Ja, eigentlich wollte ich mir die jetzt nicht alle angucken.
Nee, will ich nicht. Will ich nicht. Ich will hier zurück und will gerne wieder zurück auf meine Mukhtar. Ja, also er ist wirklich extremst süß. So, damit ihr das auch mal gesehen habt. Danke übrigens für dieses hübsche kleine Geschenk. Das war echt total lieb. Jetzt machen wir hier mal weiter. Stormy ist fertig. So, Lua ist auch schon fertig. Juhu. So, mein kleiner Arabaskur. Also ich muss eins sagen, von den Tierschutzpferden gab es wirklich fast keinen, wo ich gesagt habe, boah, ey, mit dem kann ich nichts anfangen. Die ich bekommen habe, waren durchweg wirklich sehr, sehr positiv. Mit diesen Tierschutzvereinpferden habe ich ja erst so richtig anfangen können, alles aufzubauen. Ohne die Tierschutzpferde wären der Account mit Sicherheit nicht so gewachsen, wie er denn gewachsen ist. Ja, also da wäre ich mit Sicherheit nicht hier, wo ich jetzt bin. Da hätte ich keine Reitschulpferde, da hätte ich ja selbst nicht so eine große Zucht. Weil ja auch Belle kam vom Tierschutz, Stormy und Dreamy natürlich mit der ersten Fuhre. Arabasco und Blitz, denkt euch mal das, die kamen ja auch vom Tierschutz. Und wie viel Geld haben wir denn mit denen schon gewonnen? Überlegt euch das mal. Also, das ist auch richtig, richtig heftig gut. So, Silva hat auch Nasenfluss. Mensch, da geht wohl die Grippewelle im Stall um. Das ist echt irgendwie komisch. Die haben alle Schnupfen. Alle haben sie Nasenfluss und eine Erkältung. Das ist nicht schön. Nicht schön, nicht schön. So, Blitzi, Blitzi, Witzi. Warum longiere ich jetzt die Pferde, die eigentlich fertig sind mit Trainieren auch? Das habe ich euch das schon mal erklärt? Dass die Kondition halt sinkt, wenn ihr die stehen lasst. Ja, ich glaube, das habe ich euch erklärt. Und deswegen mache ich jetzt eben das bei denen auch, damit da eben sowas nicht passiert, weil ich das auch nicht unbedingt leiden kann. Ich will ja nicht, dass die Kondition dann irgendwann mal sinkt. So. Ja, ansonsten, klar, ich meine, immer mal wieder viel, viel, viel Ausgaben, aber so an sich haben wir auch Einnahmen dabei. Jetzt muss ich mal bei der Zuchtgemeinschaft noch reingucken. So zum Schluss. So ganz zum Schluss. Wenn es nicht immer so lange dauern würde. Ich glaube, das habe ich da nämlich eingestellt, dass ich die nicht ein, dass ich keinen ungekürten Hengst eintragen kann. Dann frage ich mich aber, warum ist denn dann Blitz dabei? Mindestzuchtnote 3,5. Ja, weil ich das irgendwann mal später mit eingetragen habe. Nein. Dann machen wir eben Nein draus. Änderungen speichern. Okay. Ja, weil der Minimal Sabino sollte durchaus mit rein. Der ist nämlich extrem schick. Jo. Gut. Damit mache ich jetzt einfach mal wieder Schluss. Ihr dürft mir, wie gesagt, gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr Interesse an einem Fohlen von meinem privaten Account habt. Und dann werden wir uns da mit Sicherheit einig. Jetzt könnt ihr das Video gerne noch mit euren Freunden teilen, mir ein Like oder ein Abo dalassen. Oder ihr könnt bei einem anderen Projekt von mir vorbeigucken. Das ist jetzt hier rechts, links, rechts. Und links sind meine Social Network-Accounts. Schaut da euch auch gerne mal rein und bis zum nächsten Mal, eure Fi. Tschüss!